Wir sehen eine Panoramaaufnahme des Feldberges. Drumherum die grünen Wipfel des Schwarzwaldes. Und die Kamera fährt hinab über den Schluchsee und zoomt hinein in den Titisee. Nein, keine Touristenboote, keine Menschen, die sich an der Promenade tummelten. Wir befinden uns mitten des ersten Lockdowns. Die Kamera fährt weiter Richtung Wutachschlucht und dort schlängelte sie sich entlang des Flusslaufs. Und auf einem kleinen Steg über den Fluss sieht man mich, meine zwei Kinder und meine Eltern. Und dann hört man nur noch die Stimme meiner Mutter. Der Horm ist doch am schönsten. Cut. Ein Heimatfilm. Es war der erste Lockdown. Der erste Lockdown, in dem sie in Berlin die Spielplätze abgeriegelt haben. Mit zwei Kindern ein Graus. Ich zum Glück privilegiert. Ich kann Stadtflucht begehen und zu meinen Eltern in Schwarzwald fahren. Dort im Haus mit der Tür zur Terrasse und dem Garten offen, die Kinder hinausströmend, einen relativ entspannten ersten Lockdown zu verbringen. Dennoch waren wir in dieser Zeit, wo wir noch gar nichts wussten, über dieses Virus und wie sollten wir uns verhalten und was darf man und was darf man nicht. Wir waren relativ isoliert als Kernfamilie in drei Generationen und der Kontakt fand hauptsächlich statt zwischen den Nachbarn. Und vielleicht erinnert ihr euch, das war auch die Zeit mit diesen ewig langen Schlangen vor den Baumärkten. Auch meine Eltern haben entschieden, ja, es ist jetzt mal Zeit, wir machen jetzt mal das Hochbeet, oder? Also da hinten im Garten, also jetzt ist doch die beste Zeit dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay, Hochbeet, Kinder freuten sich mega, Hammer, Schraubenzieher, draußen, juhu. Und es war klar, der Nachbar hilft natürlich. So ist es ja auf dem Dorf, gell? Da packt man an, da macht man so ins Zimmer. Und dann Kameraschwenk, der Nachbar läuft von seinem Garten auf unser Grundstück und der Nachbar läuft nicht allein. Neben ihm eine Erscheinung von Mann, 1,90 groß, super durchtrainiert, wuschelige hellbraune Haare, Sommersprossen, ein grandioses Lächeln. Ja, also das ist der Otto, gell? Es ist der neue Jungforscher da. Also ich habe gedacht, der bringt mir mal mit, dann lernt er den wen kennen und dann kann er uns wegen helfen. Der Jungförster, der neue Jungförster. Ich, völlig überrascht, also mit einem attraktiven Mann in meinem Alter habe ich auf dem Dorf, also vor allem einen, den ich nicht kenne, habe ich auf dem Dorf nicht gerechnet. Und ich war völlig begeistert und in mir wurde es schon ganz warm und ich wollte mich schon vorstellen und sagen, hallo, ich bin... Und dann schaue ich so an mir runter und sehe meine ollen Regenjacke, meine verschmierten Kleider von Kinderhänden, Kindermündern, Essensreste und denke mir so, jo, und ich bin die Mutti. Servus. Der Jungförster war schon völlig im Gange, interagierte mit den Kindern. Sie hatten wahnsinnig viel Spaß beim Bauen und zwischendurch lächelte er wirklich mich an. Also, es war nicht nur ein kurzes Lächeln, es war dann ein Augenkontakt und also mir wurde ganz warm. Und damit habe ich tatsächlich wirklich nicht gerechnet. Unser Nachbar hat es natürlich mitbekommen. Und diese Hochbeete waren irgendwie schneller gebaut, als uns lieb war. Da sagte er einfach kurz an, ja, also, komm, die sind jetzt fast fertig, also wie wär's mit der denn ein paar Fegelhiesli bauen, oder? Also ich meine, die Kinder, die haben doch da Spaß dran und du als Förster bist doch da der Experte, oder? Und wie wär's, du nimmst sie dann auch noch mit in Wald? Ah, gemeinsam Vogelhäuser bauen? Die Kinder waren begeistert. Ey, Beste, was ihnen passieren konnte, und die Ausflüge in Wald, das Beste, was mir passieren konnte. Und der Nachbar beließ es aber auch nicht dabei. Er hat schon kapiert, dass da ein Knistern zwischen uns war. Und also guck, da ist die Nummer, gell? Meld dich mal bei ihm. Guck, schaut mal, dass ich in ihre Ältere aufpasse auf die Kleine, gell? Dann kann ich da ja auch mal so treffen. Ja, das ließ ich mir auch nicht zweimal sagen. Auch wenn es mich ein bisschen in die Situation versetzte, dass ich mir ein bisschen vorkam wie 15, ein Ausdiskutieren und Verhandeln mit meinen Eltern und irgendwie das Gefühl, als würde ich aus dem Haus schleichen. Der Otto und ich
wir verabredeten uns auf einer Wiese. Auf einer Wiese, auf der der Bauwagen seines Bruders stand. Total schön romantisch, neben einem Wald und einem Flusslauf. Und an diesem Flussufer gab es natürlich auch noch so eine Stelle, die so mit Lichterketten eingerichtet war, an der man sich so wunderschön hinsetzen konnte, gemeinsam Bier trinken konnte und sich ganz romantisch mit diesem Schwarzwald-Flair näher kommen konnte. Wir küssten uns, wir kamen uns näher und irgendwann verließen wir den Fluss, das Flussufer und gingen hinein in den Bauwagen. Dort erwartete mich tatsächlich die zweite oder dritte Überraschung, ich weiß es schon gar nicht mehr, denn der Sex war überraschend gut und ich bin überraschend oft gekommen und er konnte mich auch überraschend schnell zum Kommen bringen. Also es war wirklich ein Heimattraum. Doch irgendwann ruft auch die Pflicht und wir mussten wieder zurück in die Stadt. Der Otto und ich, wir haben immer noch wieder telefoniert. Wir haben die Verbindung aufrecht gehalten. Und es ist auch so schön. Und es war so schön, auch die Erinnerung an den Schwarzwald. Und er sagte, er müsste auch eh mal bald wieder Freunde in Berlin besuchen. Und er würde vorbeikommen und würde dann natürlich auch gerne mich besuchen. Ich willigte natürlich ein und freute mich. Und Otto kam vorbei. Und er war da. Er war da in all seiner Pracht, in all seinem wundervollen, großartigen Charakter, in seinem Sein. Und er erfüllte unser Haus. Aber es erfüllte mich nicht. Und es wurde mir immer enger und unangenehmer, weil er so prachtvoll war. Und ich musste es ihm sagen. Er war da. Er war all in. Und ich musste ihm sagen, dass das nicht das ist, was ich fühle, was ich gerade kann. Aber Otto, er hat Größe. Er hörte sich das an und er verstand. Und er war sogar dankbar. Dankbar um die Erfahrung, die gemeinsame Erfahrung auch mit diesen Kindern. Weil er wusste jetzt, er will auch mal Kinder haben. Ob es die seien oder nicht die seien sind, ist ihm völlig egal. Aber das weiß er jetzt und dafür ist er sehr dankbar. Und die restlichen Tage hatten wir wieder ganz unbeschwerten und schönen Sex. Aber das Sommermärchen aus dem Schwarzwald, das war vorbei. Ich war auch in diesem Jahr im Heimat und bei uns war es Zeit, die Keller aufzuräumen. Ja, und in diesem Keller befand sich auch meine alte Kiste. Die Kiste, die ich damals 2010 dort verstaut habe. Und ich wusste, darin befindet sich all die, meine Tagebücher, Liebesbriefe, alle Dinge, die ich verstecken musste eigentlich. Ja? Und jetzt, 10 Jahre später, meine Bruder und ich standen wir in diesem Keller. Und er versuchte mit Hilfe aller Überredungskunst mich davon zu überzeugen, dass ich die Kiste aufmachen soll. Und naja, er ist eben 20 und er wusste, dass in dieser Kiste befindet sich auch die, also ist auch die 20-jährige Martin versteckt. Ich war auch nicht abgeneigt, es aufzukriegen, aber ich wusste nicht, wo dieser Schlüssel, ich wusste nicht, wo ich die Schlüssel versteckt habe. Der Wille meiner Brüder aber war groß genug, um einen ganzen Nachmittag mit einem Metallsäge in der Hand in diesem Keller zu verbringen und endlich die Deckel aufzukriegen. Und die Aufregung war groß. Ja? Wir nahmen alles mit und sind wir in die Wohnung gegangen. Und kurz darauf saß ich da, so bei meiner Mutter, meine Schwester und meine Bruder, und ich war erzwungen, ich wurde wirklich erzwungen, diese Liebesbriefe laut zu lesen. Ja, und die waren die Liebesbriefe von meiner erste große Liebe. So. Und ich las die vor und dann waren die alle so berührt und bewegt und meinten, das ist ja auch so schön und es handelt sich um die große Liebe, es ist so wahr und ach, so eine Liebe darf nicht in Vergessenheit geraten. Ja, und meine Mutter wunderte sich darum, warum ist damals nicht daraus was geworden? Und ich sagte, geht's noch? Damals wolltest du nicht mal, dass ich mit ihm ins Kino gehe. Und entschuldige, also
ich habe alle Dinge auch versteckt wegen dir diese ganze Zeit. Ja? Keine Ahnung, auf jeden Fall bildet sie sich auf einmal so eine Recherchegruppe. Ja? Meine Brüder, meine Schwester, so fingen an im Facebook, im Instagram, im Internet hoch und runter nach dieser Otto zu suchen. Ja? Mein Bruder fand raus, dass Otto hat 2015 geheiratet. Meine Schwester fand raus, dass er seit 2018 wieder Single ist. Meine Mutter hatte die These, dass es genug Zeit vergangen ist nach seiner Scheidung und es wäre jetzt wirklich richtig, der Zeitpunkt, ihn zu schreiben. Ihn zu schreiben, sie hatte noch sofort Ideen, was sie schreiben soll, aber waren sich nicht einig, deswegen hat auch eine Weile gedauert. Ja? Und während die miteinander diskutierten, was soll man jetzt da schreiben, ich guckte die Fotos von Otto im Facebook und befreundete mich mit der Idee, ihn jetzt zu schreiben. Und ja, nach einigen Fassungen und Lektoraten so, war es soweit und ich schickte die Nachricht ab. Salam, Otto. Ja, das ist mir, mein Mann. So krass, Martine, ich habe genau so eine Nachricht auch bekommen. Hey Geraldine, weißt du noch, wer ich bin? Hast du darauf geantwortet? Na, ich habe es erstmal nicht genau gewusst und dann habe ich mir das Foto näher angeguckt und dann schob sich irgendwie vor mein inneres Bild ein anderes Foto, ein Foto, was ich 1996 in mein Tagebuch geklebt habe. Dieser Mann, der mir da geschrieben hat über Instagram, das war Otto aus der 5. Klasse. Ja und? Also, naja, hast du eine Antwort bekommen? Ich? Nein, aber die Enttäuschung war bei meiner Mutter viel größer. Sie hat so wochenlang danach gefragt. Und immer noch, wenn sie anruft, ist das wirklich? Also nicht antworten, das ist halt dann nicht die Lösung. Ich hatte auch so eine Begegnung mit der Vergangenheit, aber ja gut, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber ich hatte so eine Begegnung mit der Vergangenheit, wo es tatsächlich zu einer Begegnung kam. Und das fand ich irgendwie auch verrückt. Also in der Zeit, als es wieder ging, als es ein bisschen lockerer alles wurde, im Sommer bin ich für ein paar Tage zelten gewesen. Ich war campen in Brandenburg und da stand auf einmal vor mir ein Mann, Otto. Mit Otto hatte ich vor über 10 Jahren eine Affäre und es war damals total schön, nichts auszusetzen. Es war wirklich ein netter Mann und wir hatten schönen Sex und es war schön zwischen uns, aber irgendwie so richtig hat es nicht gereicht für mehr. Und wir haben es irgendwie so auslaufen lassen und das, ja, wir haben uns irgendwann einfach nicht mehr so richtig beieinander gemeldet. Und jetzt stand er da vor mir und er sah verdammt gut aus in diesem vertrauten Körper, 10 Jahre älter, mit einem kleinen Kind an der Hand. Und wir haben die Tage dort irgendwie dann ganz natürlich miteinander verbracht. Es war irgendwie klar. Die Kinder um uns rum, alle haben gespielt und wir haben mitgespielt, wir sind schwimmen gegangen und über die Köpfe der Kinder haben wir uns immer wieder mal angelächelt. Und für mich war klar, ich würde ihn gerne auch mal ohne diese Kinder treffen. Irgendwo anders, nicht jugendfrei vielleicht. Und ich glaube, ihm ging es auch so, weil wir haben Nummern getauscht und wir haben uns danach geschrieben und wir haben uns auch verabredet. Es war nicht so leicht in dieser Zeit, sich Zeit freizuschaufeln, durch die Stadt zu fahren, sein Kind in Betreuung zu wissen. Und dann haben wir uns getroffen und das war schön. Irgendwie. Der Sex war schön, es war schön, ihn so wieder zu entdecken und das Altbekannte darin zu entdecken, wie er riecht, wie er sich anfühlt, wie er schmeckt. Und eine ganze Weile habe ich das auch genossen. Und irgendwie kam aber immer wieder diese Erinnerung, warum ist es damals eigentlich zu Ende gegangen? Und ich merkte, dass ich auch das, was jetzt zwischen uns war, nicht so richtig greifen konnte. Und ich dachte, naja, für so richtig reicht es irgendwie nicht. Und ich komme zu ihm und es ist irgendwie nicht mehr so aufregend. Wir sitzen auf der Couch, er sitzt auf der Couch. Es ist so schnell, so gemütlich, es ist so bequem, es passiert so wenig. Und für eine Beziehung reicht es nicht. Aber für eine Affäre, die nicht aufregend ist, ist irgendwie auch nicht die richtige Zeit. Und dann habe ich gemerkt, dann sitze ich lieber auf meiner Couch. Und so habe ich irgendwie diese Vergangenheit nochmal anprobiert. Gemerkt, sie passt halt immer noch nicht. Ich hatte so einen Moment in so einer eiskalten Nacht im Frühling,
Da stand ich an der Spree und guckte auf die nächtliche Rummelsburger Bucht. Und ich stand da angelehnt an so einem Stromkasten. Also ich habe so über den Stromkasten, über die Bucht zum Mond geschaut. Und auf der anderen Seite der Bucht, da blinkten die Industriebauten und schickten ihre Rauchschwaden in den nächtlichen Himmel. Und ich stand da und dachte über mein Leben nach. Otto kniete hinter mir und versuchte sehr ausdauernd und sehr beharrlich mit seinen Fingern und seiner Zunge zwischen meine Arschbacken, zwischen meine Beine zu kommen. Und das war deswegen so schwierig, weil ich deine Hose anhatte, deine sexy Leggings, Martin. Und diese Leggings, die waren sehr, sehr eng. Das heißt auch, also wenn sie mir bis zu den Knien runtergezogen waren, dann hielten die meine Beine trotzdem recht eng zusammen. Und Otto kniete da hinter mir und fingerte und leckte. Und während ich, und er leckte weiter und weiter. Und wenn ich da so stand und in den Mond guckte und diese kleinen Erregungsschauer so durch meinen Körper flossen, ja, da dachte ich irgendwie also, ja, ich, also, ja, ich weiß nicht, ob ich es mir so vorgestellt habe, mit 36 in dieser Stadt im Lockdown, 4 vor 40, aber irgendwie, also, ist okay. Ich nehm's. Ist nicht nichts. Das finde ich ist aber auch. Nichts. Das ist, das ist schon was. Haben oder nicht haben. Das ist schon mehr. Ja, auf jeden Fall. Mit Ausblick. Ich habe zwei Kinder und das ist auch gut so, dass es nur zwei Kinder sind. Ich und Otto, wir waren uns sicher, zwei Kinder sind genau die richtige Anzahl für uns. Und wir wissen auch um unser Privileg, dass wir zwei Elternteile sind, die uns auf diese zwei Kinder aufteilen können. Und so stellte sich natürlich für uns die Frage nach dem zweiten Kind, wie gehen wir jetzt mit Verhütung um? Es war irgendwie klar, ich habe ganz klar gesagt, also Pille kommt für mich nicht in Frage. Und so entschied sich Otto für eine Vasektomie. Tatsächlich, also von dem Prozess bis über die Entscheidung, also die Entscheidung, der Prozess und dann wirklich zur tatsächlichen OP, vergingen 2 Jahre und 3 Monate. Denn genauso alt war unser zweites Kind, als Otto von der OP nach Hause kam. Er war auf Schmerzmitteln, ein bisschen bedudelt noch so. Wir lagen gemeinsam im Bett und er erzählte mir, dass wir jetzt auf jeden Fall noch verhüten müssen, weil man bis zur zweiten Untersuchung danach warten muss. Es könnte nämlich sein, dass in dem abgeschnittenen Samenleiter immer noch Samen drin sind, die auch eventuell zeugungsfähig sind. Und in der zweiten Untersuchung wird dann getestet, ob in dem Ejakulat noch Spermien vorhanden sind. Denn es gibt wohl tatsächlich diese seltenen Fälle, in denen Männer auch 3 Samenleiter haben und der dritte ist oft unentdeckt. Wir kuschelten den ganzen Abend so im Bett und wurden irgendwie immer enger und enger. Und ich war auch überrascht, aber tatsächlich, Otto hatte auch Lust auf Sex. Ich so oder so. Und dann schliefen wir miteinander. Und auf einmal kam er in mir. Und ich sagte so, Scheiße, bist du gerade in mir gekommen? Und er so, Scheiße, ich bin gerade in dir gekommen. Hm. Und ich habe noch so gedacht, fuck, ich bin gerade an einem richtig fruchtbaren Moment in meinem Zyklus. Und das Absurde ist tatsächlich, dass ich und Otto 10 Jahre lang den Coitus Interruptus perfekt performt haben. Also ich, für mich war das eine gute Verhütungsmethode, weil ich auch früher schon bereit gewesen wäre, Mutter zu werden. Aber mit Otto bombensichere Verhütungsmethode. Außer an diesem Abend. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob sein Penis noch irgendwie betäubt war oder das Gefühl oder ob es am Schmerzmittel lag. Er hat auch gesagt, dass er glaubt, er hatte einfach einen Denkfehler. Und kurz hatte ich diesen Moment und habe darüber nachgedacht, ob ich die Pille danach nehmen sollte. Aber ich vertrage sie wirklich nicht gut. Ich bekomme total krasse Migräne. Mir wird wirklich sehr, sehr übel davon. Und
es war auch schon spät am Abend und wir lagen im Bett und ja, ich habe gedacht, wird schon gut gehen. Ja, bevor der Fälligkeit meiner Periode habe ich schon gemerkt, ich bin schwanger. Ich habe es gemerkt an den Ziehen in meiner Brüste und auch ich kannte das Gefühl von meinen anderen Schwangerschaften. Ich habe sofort meiner Gynäkologin geschrieben, die ist sehr feministisch unterwegs und habe auch klar gesagt, ey, ich brauche sehr schnell einen Termin, denn für uns war klar, wir wollen einen Schwangerschaftsabbruch. Und den habe ich am liebsten so schnell wie möglich, am besten vor 3 Wochen, am besten bevor dieses Herz schlägt. Ich habe sofort einen Termin bekommen. Die Ärztin bestätigte mir, ja, du bist schwanger und sagte mir auch, dass sie diesen Abbruch nicht durchführen kann. Dass es mehrere Methoden gibt, also operativ mit Vollnarkose oder nicht Vollnarkose oder auch die medikamentöse Variante und gab mir viel Infomaterial und klärte mich auch darüber auf, dass ich natürlich zu einer Beratungsstelle gehen musste. Auch sie gab mir genügend Adressen mit. Und ich ging zu einer evangelischen Beratungsstelle. Die Beraterin erklärte mir, dass sie da sehr ganzheitlich auf die Familie schaut. Und ich erklärte ihr, dass ich glaube, dass ich mir und meiner Familie großen Schaden zufügen würde, wenn ich ein drittes Kind bekommen würde, wenn wir ein drittes Kind bekommen würde. Ich hatte schon einen Bandscheibenvorfall, ich bin wirklich nicht so belastbar und manchmal am Ende des Tages mit 2 Kindern frage ich mich, wo bin eigentlich ich geblieben? Ich bekam die Bescheinigung und ich entschied mich für den Eingriff mit Vollnarkose. Ich hatte schon mal eine Fehlgeburt und tatsächlich dieses Gefühl des Ausblutens konnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Es war für mich klar, okay, ich möchte eine Vollnarkose, dann ist es beendet, Schreck vorbei. Und ich musste zu einer Voruntersuchung und es war ein männlicher Gynäkologe, der mir auch gleich entgegenkam und auch sagte, also er findet es unmöglich, wie dieses System läuft, dass überhaupt Frauen diese Schritte durchgehen müssen und auch zu einer Beratungsstelle gehen mussten. Das ist unverschämt, das ist das Recht und der Wunsch jedes Menschen, der gebären kann. Und ich war aber ganz froh, an dieser Beratungsstelle gewesen zu sein. Weil für mich war es ein gutes Gefühl, zu wissen und auch noch mal von außen gespiegelt zu bekommen und zu hören, es ist okay. Ich darf mich gegen dieses Kind entscheiden. Mir wurde auch erzählt, dass ich einen Tag krankgeschrieben werde und auch hingefahren und abgeholt werden sollte wegen der Vollnarkose. Okay, Otto konnte auf die Kinder aufpassen, kein Problem. Ich fragte meinen besten Freund, ob er mich hinfahren konnte und ob ich dann auch bei denen bleiben konnte, weil die Kita war geschlossen. Wir waren immer noch im ersten Lockdown. Kein Problem, macht er, natürlich, selbstverständlich. Dann fuhr er mich an dem Tag des Eingriffs in die OP. Es war eine Klinik, eine Reproduktionsklinik, in der Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch waren. Als ich im der Arzt hat mich davor sogar noch gefragt, wie es jetzt mit der Verhütung aussieht, weil auch das gehört zur Pflicht nach einem Abbruch, müssen die einen über die Verhütung aufklären. Und ich erzählte ihm unsere Situation und er war wirklich überrascht. Und er sagte, das ist wirklich krass, weil das ist ein super Zufall. Das passiert so selten, dass das wirklich zu einer Schwangerschaft geführt hat, weil die meisten Spermien sind abgetötet, abgestorben. Ich lag im Krankenzimmer und wartete darauf, dass sie mich in die OP fahren. Und auf einmal habe ich Schiss bekommen. Ich hatte Angst. Nicht vor der Entscheidung. Nicht, weil ich Angst hatte, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Aber weil ich auf einmal Angst hatte, dass irgendwas bei diesem Eingriff schief geht. Es gibt Risiken. Und dass irgendwas nicht richtig läuft und mein Körper verletzt wird. Als sie mich dann in die OP geschoben haben, musste ich weinen. Und ich sagte zu einem Arzt, können Sie mir bitte versprechen, dass Sie sich wirklich, wirklich anstrengen, das richtig, richtig gut zu machen. Weil es ging mir nicht um die Entscheidung, es ging wirklich um diese Angst, dass irgendwas in meinem Uterus verletzt werden könnte. Er nickte, war sehr verständnisvoll und sagte, ja, das kann ich Ihnen versprechen. Und ich habe 20 Jahre Erfahrung. Und bisher
ist bei mir nichts schiefgegangen. Und auch der Anästhesist war total zugewandt und sagte, ich habe hier schon die Maske, aber immer dann, wenn Sie bereit sind, ich kann sie Ihnen dann anlegen, dann zählen Sie auf 10 und bei 3 sind Sie schon weg und ich versichere Ihnen, wenn Sie aufwachen, wird alles gut sein. Und als ich im Krankenzimmer aufwachte, war alles gut. Ich fühlte mich so erleichtert, es fühlte sich so richtig an. Es war ein gutes Gefühl. Ich bin sehr spirituell und ich kann gar nicht sagen, ob da eine Seele in mir drin war. Also ich habe mich schwanger gefühlt. Ich hatte richtig dieses Schwangerschaftsgefühl. Ich hatte auch schon schöne Haut und schöne Haare und ein wohliges Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ich an Wiedergeburt glaube, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es für so ein kleines Seelchen ein leichtes ist, weiterzuhüpfen. Und heute wäre dieses Kind 2 Monate alt. Es wäre schon auf der Welt. Und jeden Tag bin ich so dankbar, dass ich diese Entscheidung treffen konnte. Und ich weiß, es ist das Richtige, denn wir sind zu viert komplett. Und das ist das Richtige für die Familie, auch für das ungeborene Kind. Mich macht deine Geschichte, Ellen, mich macht dir irgendwie so wütend. Also natürlich nicht wegen der Geschichte, aber ich werde so wütend in mir, weil genauso wie es dir ergangen ist, so sollte es doch allen Menschen auf der Welt ergehen. Und mich macht so wütend, dass das nicht so ist, dass es auch in Deutschland nicht so ist. Diese Geschichte, das sollten mal alle hören. Alle, die sich eine Meinung erlauben. Und ich komme mir da betrogen vor, ganz ehrlich. Ich bin aufgewachsen in den 90ern mit dem festen, also noch nicht mal Glauben, mit dem Wissen, dass der Staat für mich da ist. Ja? Und dass, wenn es mir mal passieren sollte, dass ich ungewollt schwanger werde, egal wann in meinem Leben, dass dann das, was du erleben konntest, dass das dann so passiert. Und zwar für alle Menschen in Deutschland. Und in meinem jugendlichen Optimismus dachte ich auch noch, das ist eine lineare Entwicklung. Das wird dann so Stück für alle Menschen überall auf der Welt so sein. Davon war ich überzeugt. Ich war entsetzt, als ich festgestellt habe, Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland gar nicht erlaubt. Die sind unter bestimmten Bedingungen straffrei, aber die sind nicht erlaubt. Ja, und ich kann von Glück sprechen, in einem Ballungszentrum zu leben. Denn wenn man die Landkarte von Deutschland anschaut und wo Gynäkologinnen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, dann sieht es im ländlichen Raum, auch im Süden, wo wir herkommen, in Baden-Württemberg, ziemlich spärlich aus. Stell dir mal vor, wir wären da geblieben. Du müsstest 200 Kilometer, 300 Kilometer irgendwo hinfahren, um überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können. Und im Iran machst du das auch in dunklen, so außerhalb der Stadt, in dunkle Kellers, ohne jegliche Hygiene. Also du riskierst einfach dein Leben. Ja. Die Menschen in Polen jetzt auch wieder. Ja, und so müssen Menschen weiter reisen dafür, dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, das, wofür ich das Gefühl hatte, unsere Mütter gekämpft haben. Und dieser Kampf geht irgendwie weiter. Und es wird ja nicht besser durch das Verbot. Es wird ja auch nicht weniger, glaube ich. Die Frauen treiben nur unter viel, viel schlimmeren, gefährlicheren Bedingungen ab. Ey, und jetzt wurde doch gestern, heute dieses Urteil rechtskräftig und ist nicht mehr anfechtbar gegen diese Ärztin, dass sie nicht mehr auf ihrer Homepage Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen veröffentlichen kann. Das ist jetzt fest, dieses Urteil. Sie wurde dafür verurteilt. Also wirklich. Und heute habe ich den Post gelesen, dass sie gesagt hat, sie kann es nicht mehr weiter, die Informationen weiterbreiten, aber dass alle, die es sonst können, bitte tun sollen.